Andere entscheiden. Wir sehen jetzt, dass sich das Spiel in der neuen Felder Hälfte wieder aufbaut. Hüttering schießt ein Tor! Das, meine Damen und Herren, die große Überraschung. Das war das 4:2 für Eintracht 09. Die Zuschauer auf dem neuen Felder Platz, sie toben. Sie toben, sie sind nicht einverstanden mit diesem Ergebnis. Das hat niemand erwartet. Ja, meine Damen und Herren, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Schiedsrichter Heller lässt anspielen. Und weiter, Möckel, Willi, Jamm. Nein, bitte, Vogel! Vorbei, Helwig ist da. Helwig, und Helwig scheitert. Der Sturm von 9. Ja, und ja. Abermals Helwig gibt zu Heilmann. Ja, zu Schulz. Ja. Zu rechts außen, Höllering. Doch, Höllering. Den Helmut Bahr müssen die aufstellen. Ja, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Aber Jürgen hat 3 Tore geschossen, nicht? Ulla wird mächtig stolz auf seinen Sohn. Ja. Du musst dich aber dann auch gehörig bei Jürgen bedanken. Ja, das ist mal meine Sorge. Also, die haben ein Spiel geliefert, fabelhaft. Wir sind ja bei einem richtigen Gegner, da steigert man sich. Ja, wir sind eben keine Wald- und Wiesenmannschaft. Schnolzig und clever haben wir gespielt. Ja, so war's. Richtig niedergewalzt haben wir gespielt. Gefällt dir wohl nicht, dass wir gewonnen haben, hä? Wer sagt das? Okay. Aber du bist ja nur neidisch auf Bulla, weil der uns in die Bundesliga führt und nicht du. Ach, Unsinn. Aber so ein hoher Sieg gegen FC Neuenfeld? Na und? Doch? Auf den Platz der anderen? Na was? Na. Und das von einer Mannschaft, die aus dem Keller kommt. Na was? Ja. 10 Tore hätten sie schießen müssen. Ja. Immer besser geworden. Ja. Wir sind nicht in taktischer Schablone erstarrt. So ist es. Also, ich spendiere eine weitere Runde auf den Sieg. Silke, ja? Wann kommen die denn am Flugplatz in Frankfurt an? 19:15 Uhr. 19:15 Uhr? Ja. 19:15 Uhr. Mensch, da veranstalten wir einen riesen Bahnhof. Wer macht das? Ja. Wir holen sie ab mit einem Autokorso. Jawohl. Mit dem Weltmeister werden wir sie empfangen. Du organisierst das. Ja, genau. Wir müssen alle zusammengetrommelt werden. Ja, genau. Und du spielst jetzt unser Vereinslied. Ja. Oh!
schon heute. Die steigen auf in die Bundesliga. Ja, guck doch mal, guck doch mal. Das ist verrückt. Bundesliga. Gar nicht auszudenken, was? Pass auf, dann weißt du erst, was Publicity ist. Dann kennt man dich auch da, wo die Regionalliga aufhört. Ja, mir reicht's jetzt schon. Das ist erst der Anfang, aber dann, du sollst mal die Mädchen sehen. Silke wird sich bestimmt freuen. Tja, so ist nun mal das Leben. Und wir, du, dann kommt das große Geld. Jürgen, dann machen wir unsere 2 Millionen Umsatz im Jahr. Dann ziehe ich einen ganz anderen Apparat auf. Wenn man mir keine Schwierigkeiten macht. Das heutige Spiel wird deine Stellung stärken. Warte. Fröhmann wird sauer sein. Dieser Schleicher, der hat doch Essig statt Blut in Nadel. Aber Ehrgeiz will mich aus dem Sattel heben. Das schafft er nie. Die meisten stehen hinter dir, Vater. Tja, du und dich werde ich aufbauen, mein Junge, das verspreche ich dir. Dein Name hat mal so einen Klang wie Beckenbauer, Müller oder früher mal Uwe Seeler, Fritz Walter. Mach mir's ab. Ein Gesicht machst du, Fröhmann. Also wie im Jokisch sein Hund. Du hältst doch nichts von dem Sieg, was? Ich will euch mal was sagen. Ich glaube nicht an den Sieg. Was? Sowas würde ich nicht so leichtfertig sagen. Das nehme ich vor. Moment mal. Das könnte sich nämlich jemand merken. Ja, bist du jetzt fertig? Jetzt bin ich fertig. Eben, du bist nämlich nur neidisch auf den Buller, weil du mir nicht ausstehen kannst. Hm? Nee, mein Lieber, so ein Sieg ist keine Zeit zum Querschießen. Ja, 5-2. Ihr habt doch alle gar keine Ahnung. An der Sache ist etwas faul. Pass auf, Fröhmann. Fröhmann, so eine Behauptung, du musst du erst mal beweisen. Das werde ich auch. Ich weiß zufällig etwas mehr als ihr. Das ist nämlich nur die Rache, weil die Silke mit dem Jürgen geht. Wir werden gleich Klarheit haben. Beweise. Wartet mal, ihr werdet schon sehen. Beweise? Da bin ich aber neugierig auf die Beweise. Ein Vorstand, der sich so ein Spiel am Radio anhört. Wir haben viel zu wenig Leute unter den Zuschauern gehabt und dann noch auf 3 Blocks verteilt. Das muss anders werden. Machen Sie keine Schwierigkeiten. Sagen Sie die Wahrheit. Ich stehe auf jeden Fall hinter Ihnen. Ich werde das Präsident. In der Bundesliga spielen Sie auf jeden Fall. Ein paar Tausender sind. Das ist gut. Lufthansa bitte alle Gäste des Flugs LH 270 nach Mainz zum Flugstand Aachen. Aber vielleicht soll ich ihm noch ein paar Münzen bringen. Was der schon enthüllen will. Und wenn da wirklich was dran ist? Blödsinn. Buller macht sowas nicht. Na? Und wenn, dann hätte er das zumindest mit uns besprechen müssen. Aber das ist doch klar, Becker. Sie können sich auf mich verlassen. Achtung, jetzt kommt. Was war los, Fröhmann? Hört mal her. Alle mal hier hören. Los, kommt doch mal her. Nun kommt doch mal alle her, Fröhmann. Na, mal schauen. Na, nun, Fröhmann, was gibt's denn? Ich habe euch leider etwas mitzuteilen. Was ist los? Ich habe eben mit meinem Gewehrsmann in Hannover telefoniert. Ja, und? Was hat er gesagt? Buller hat den Neufelder Torwart gespickt. Was? Mit 20.000. Oh. Hör mal. Kein Wunder, dass wir gegen die gewonnen haben. 5-2. Das muss ja gefahren sein. Das ist doch nicht wahr. Warum sag das noch mal? Ich meine, es hätte doch zumindest mit uns besprechen müssen. Hat aber nicht. Wahrscheinlich wussten unsere Spieler Bescheid. Mich hat er jedenfalls nicht unterrichtet. Aber... ich hab's geahnt. Wenn Becker 5 Tore durchlässt, aber noch dazu solche. Es hätte ja auch nicht rauskommen müssen. Es ist aber rausgekommen. Becker hat dem Vorstand alles zugegeben. Sie haben ihn ausgequetscht. Wenn das in die Zeitung kommt, ein Riesenskandal. Die Konsequenzen könnt ihr euch ja vorstellen. Dass wir uns das antun müssen, so einen Schaden zufügen. Kinder, jetzt bin ich seit 30 Jahren in diesem Verein. Aber sowas hat es bei uns noch nicht gegeben. Jedenfalls nicht in dieser Größenordnung. Die Sache muss auf jeden Fall geahndet werden. Ja. Das ist doch klar.
ganz schön was los sein. Kannst dich drauf verlassen. Das war klasse. Das hat hingehauen. Das kannst du wohl sagen. Was ist denn da los? Mit Geld schießt man jedes Tor, Bulla. Ja, oh. Seid ihr verrückt? Ah. Ihr spinnt ja. Ja. Wer hat euch denn das erzählt? Ach, doch, Bulla, sei es so. Er wird schon wissen, was er da arrangiert hat. 5 Tore. Die schießt man natürlich leicht, wenn der Tormann alles durchlässt. Ui. Ui. Wir erwarten deine Stellungnahme, Bulla. Ja. Mach doch kein Fass auf, das ist doch alles Blödsinn. Das ist keine Antwort. War der Sieg gekauft oder nicht? Gekauft, gekauft. Natürlich, Idioten, aber euch nützt es doch nur. Respekt. Ja, ich hab sie gespickt. Na, was hab ich euch gesagt? Wenn ihr bloß die Schnauze haltet. Dazu ist es zu spät. Es ist alles rausgekommen. Ja, wir stehen blamiert da. Du hast das zu verantworten. Und ich hatte keine Ahnung. Ich hätte es mir weiß Gott leichter machen können. Aber du, 3 Tore. Kunststück. Verdammt nochmal, Schweinerei. Zurücktreten. Ich verlange von der Ja, mit Fröhmann wäre es nämlich nicht passiert. Ah, lassen wir das jetzt. Wir verlangen Vorstandswahlen. Ulla schon zurück. Er ist nicht artig, wir brauchen 10. Ach, ihr habt ja alle keine Ahnung. Mein Vater weiß, was er tut. Moment, die Leute wissen auch, was sie sagen. Ja. Andere sollen ihre Skandale haben. Aber wir sind Sportler. Jawohl. Zumindest waren wir es bis heute. Ja. Das kommt von seinen einsamen Entschlüssen. Ja, Alleinregierung. Früher war das nämlich nicht passiert. Ja, so. Ja, Alleinregierung. Ach, hey, du hier! Wenn du mir die Hacken ab und mach mich lächerlich und du! Du sag mir, was fällt dir eigentlich ein? Was ist los? Bitte, unterlassen Sie das. Ich muss auf die Polizei holen. Lassen Sie mich los. Ich hab die Anklüchten, lass die verdammten Schweine! Gottes Willen, Vater, ein Arzt, ein Arzt. Nein, 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 ich habe im Leben. Doch kein Arzt. Das wollten wir wirklich nicht. Aber das ist gut, uns ja Verschwindet! Los! Wartet hier. Ich sage euch Bescheid, wenn es ihm besser geht. Schickt die anderen weg. Ja, komm, Kinder, geht so. Alles zurück. Es hat doch keinen Sinn. Man muss doch Rücksicht nehmen. Ja, bitte holen Sie ein Glas Wasser. Sieh mal an. Eine Palastrevolution. Das scheint mir auch so. Kaum ist man weg, machen die sich madig. Eine dumme Sache. Becker hat dich dicht gehalten, dieser Idiot. Ja, und was machen wir jetzt? Lass nur. Das machen wir schon. Dankeschön. So, trinken. Danke. Du, Ja. Ich meine, er wird sich doch wieder erholen. Du bist aber sehr besorgt. Wie meinst du das? Wie du den Vorstand rumgekriegt hast, glänzend. Bitte. Ich habe nichts dazu getan, aber wenn man mich holt, an dem Laden ist manches faul. Silke. Bitte lass das. Du stehst also immer noch zu den Marquards. Jürgen, kein so guter Fußballer, wie er ganz sein möchte. Das glaubt nur sein Vater. Darauf kommt's nicht an. Er ist auf jeden Fall besser als du. Du, ich lass mich jetzt scheiden. Ja und? Mein erster Vorsitzender wirst du jedenfalls nicht wieder, Kurt. Zucker? Na, dann wollen wir mal. Dann hol die Burschen mal rein. Okay. Ja.
Könnt jetzt reinkommen. Na, Bulle. Wie geht's denn? Es wird schon wieder werden, Nevet. Also, Bulle, du siehst ja schon viel besser aus. Mich wirft das nicht um. Obgleich, immerhin eine Enttäuschung. Nach dem, was ich für diesen Verein getan habe. Aber das heute, das war unverantwortlich. Ja, da hat er recht. Mit Frömmern wäre das nicht passiert. Der ist nämlich demokratisch. Ja. Sport hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Aber macht nur. Wenn ich denke, meine ganze Zeit habe ich den Verein geopfert. Und nicht nur die Zeit. Das wissen wir. Ich habe die Spieler auf Arbeitsvertrag genommen. Obwohl sie nie auf dem Arbeitsplatz erschienen sind. Hauptsache, sie hatten Zeit zum Training. Ich habe aus dem Werk Summen genommen. Mein Prokuristen solltet ihr mal sehen, der spricht kaum noch mit mir. Wir investieren viel zu wenig. Wir sind kaum noch konkurrenzfähig, weil ich das Geld brauche. Und für wen? Das bestreitet keiner. Habe ich recht, immer mal? Natürlich, reg dich doch nicht auf, Buller. Denk an dein Herz. Fräulein, können Sie bitte ein Glas Wasser holen? Klaus und Uwe habe ich aus meiner Tasche bezahlt. Ja, ich will gar nicht davon reden. Das ist ja selbstverständlich. Wer hat unser Verein gekannt, bevor ich... Alles gut. Aber wer verkauft euch künftig die Werbeplätze an den Barrieren? Ja, keine 5 Meter werdet ihr los. Doch, doch. Na, hoffentlich irre ich mich. Ich mache mir Sorgen, wer künftig rauskriegt, ob ein Spieler seine Verletzung nur markiert. Dem könnt ihr dann die Prämie für die nächsten Spiele weiterzahlen. Selbst wenn ihr ihn gar nicht mehr aufstellen würdet. Komm, beruhig dich doch noch. Ist ja nicht entschieden, Bulla. Na, Bulla? Wie geht's dir jetzt? Du hast mir richtig gegen Angst gemacht. Angst gemacht? Ich habe Angst um den Verein. 3 bis 4 Mille pro Jahr und Schuhe kostenlos hatten wir durch die Fußballschuhfabrik. Mit den Leuten muss schließlich verhandelt werden. Das Verhältnis zur Sportpresse ist zurzeit ganz gut. Bewahrt mir das. Und unsere Jungs. Der Vorsitzende muss sich auch um die Ehen kümmern. Ums Kinderkriegen oder nicht Kinderkriegen, um Kredite. Ah, das ist alles nicht mehr meine Sorge. Frömann, du wirst mir nachfolgen in einer kritischen Phase, die durch meine Schuld ausgelöst worden ist. Du musst jetzt deinen ganzen Grips zusammennehmen und für neue Geldquellen sorgen. Bulla. Bulla, so weit sind wir ja noch gar nicht. Wir müssen erst alles in Ruhe besprechen, nichts überstürzen bei deinem Zustand. Nicht doch. Wir wollen der Wahrheit ins Auge sehen. Ich habe ausgedient. Ihr kriegt, was ihr wollt. Ich trete zurück. Seht zu, wie ihr weitermacht. Weißt du, ihr mussten Bäcker einfach spicken. Die Neufelder sind einfach nur Nummer zu groß für uns. Mhm. Bei unserer Abwehr. Wir hätten uns doch glatt in die Pfanne gehauen. Man kann alles machen, nur es darf nicht rauskommen. Das Dumme dabei ist, wir hätten Klaus einweihen sollen. 3-2, das wär ein annehmbares Ergebnis gewesen. Aber der Vollidiot, der musste natürlich stürmen, 2 Tore schießen. Er hat uns alles versaut. 5-2, das war unser Pech. Das glaubt uns kein Mensch. Du, hast du heute Abend Zeit? Dieser Fröhmann versucht, meinen Vater rauszuekeln. Aber ich glaube, da hat er Pech. Diese 20.000 für Bäcker, die waren aus meiner Tasche. Mein Geld. Nichts, wofür ich eure Erlaubnis gebraucht hätte. Aber reden wir nicht mehr davon. Fröhmann, deine Wahl ist nur eine Formsache. Alle stehen zu dir. Ich wünsche dir viel Glück für deine schwere Aufgabe. Also darüber sollten wir lieber im Vereinshaus reden, nicht? Die anderen haben ja auch aber noch ein Wort zu sprechen. Ein andermal. Nein, nein, heute. Wenn schon reiner Tisch gemacht werden soll, dann gleich. Was ist denn, Bulla, was ist denn los schon wieder? Was? Bulla! Da siehst du, was du angerichtet hast. Das war mal wieder eine Meisterleistung von dir, Vater.
Na, hör mal, das habe ich mir alles aufgebaut. Mein Verein, den lasse ich mir nicht einfach wegnehmen. Die haben vielleicht geschlottert? Herz wirkt immer. Eine todsichere Angelegenheit. Man darf es nur nicht zu oft machen. So, und nun zum zweiten Akt. Dieser Sieg musste einfach sein. Er war lebensnotwendig für uns. Und wenn wir jetzt in der Bundesliga sind, gibt es natürlich keine krummen Dinger mehr. Dafür verbürge ich mich. Wenn wir da überhaupt rankommen. Morgen, die Presse. Abwarten, ich habe da meine Verbindungen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht ist. Wie willst du das denn machen? Ich weiß da so einiges von den Neufeldern. Ich werde nachher gleich mal anrufen. Ich bin sicher, Becker muss sich ganz einfach geirrt haben. Ich finde trotzdem, du hättest alles mit uns besprechen müssen. Dann wäre nichts draus geworden. Und wir säßen jetzt mit einer 2-5 Niederlage da. Das ist eigentlich auch richtig. Gut, vielleicht habe ich uns in die Patsche gebracht, aber ich helfe uns auch wieder raus. Gebe alles für den Scheißverein. Nicht nur mein Geld, auch meine Gesundheit. Aber Hauptsache, wir schaffen es. Stimmt ja auch wieder. Na, lassen wir mal. Der Buller schafft es schon. Ja. Und wer hat Buller angegriffen während seiner Abwesenheit? Aha. Jetzt dreht er den Spieß um. Vorhin hat er mir noch recht gegeben. Hab ich vielleicht den Torwart gespickt? Nein. Aber da wollte einer auf die ganz miese Art Vorsitzender werden. Ja. Sehr unsportlich war das. Ja, also komm, Fröhmann. Gib's zu. Neidhammel warst du schon immer. Sei ehrlich. Aus dir wird nie ein Buller, Fröhmann. Aber geh, hau doch ab, Fröhmann. Nicht doch. Seid nicht so hart mit ihm. Er ist immerhin ein langjähriges Mitglied. Gewesen. Pfeife auf eure Gnade. So, jetzt hat er sich selbst disqualifiziert. Wir bleiben bei dir, Buller. Ja, jawoll. Also, ich kann mich nicht treffen, aber... Nee. Fröhmann hat doch recht gehabt. Hm. Er hat recht. Buller. Du machst dabei. Wenn ihr unbedingt wollt. Da gibt's überhaupt kein Wort zu verlieren. Komm, Bruder, mach doch. Na dann, Oskar, eine Lage. Na bravo. Und jetzt feiern wir erstmal unseren Sieg. Los, Franz Otto. Hau in die Tasten. Ja. We'll be right back.